Marge, Marius mit Wendling, sisu-training.de, heute die 437 von 365. Lang nichts mehr auf dem Kanal von mir hören lassen. Bin aber trotzdem noch aktiv als Trainer. Mit einem kleinen Recap meinerseits zur Krona 2018. Ich habe das Rennen in Gänze von vorne bis hinten angeschaut, über die diversen Möglichkeiten, die es da gegeben hat, ZDF Online, ZDF Fernsehen, Ironman Stream, was auch immer. Und muss sagen, das war für mich das langweiligste Ironman Hawaii Weltmeisterschaftsrennen aller Zeiten. Und ich frage mich wirklich, was da so mancher Profi eigentlich im Kopf hat. Also ich fand das unglaublich passiv, unglaublich langweilig, unglaublich wenig Eier in der Hose. Gerade so in der Gruppe, wo der Patrick Lange drin gesessen hat, muss ich mich doch fragen, was da eigentlich genau los gewesen ist. Warum da keiner irgendwie mal sein Herz in die Hand genommen hat und mal irgendwas probiert hat. Problem ist, glaube ich, einfach, dass im Triathlon selbst der 9. Platz noch abgefeiert wird im Vergleich zum Beispiel zum Radsport. Da ist es halt eben so, dass der 2. schon der erste Depp ist. Und im Triathlon ist man halt mit Platz 9 zufrieden. Und ich verstehe nicht, nach welchen Kriterien die manchen Profis da wirklich ihr Lebensunterhalt auch bestreiten. Weil letztendlich geht es darum, halt irgendwie Kohle zu bekommen. Kohle bekommt man nur dann, wenn auch entsprechende Sponsoren im Sport Triathlon unterwegs sind, und da sehe ich momentan ein bisschen ein Problem. Wenn irgendjemand einer von den potenziellen Geldgebern vielleicht irgendwie zugeschaut hat, der ist wahrscheinlich eingeschlafen, genau wie ich es fast bin, denn es passiert nichts. Und kein Sportler hat da irgendwie mal die Größe, mal irgendwas zu riskieren, um vielleicht dann am Ende des Tages auch dann hochzugehen. Ich finde das echt ein bisschen schwierig. Wenn ich doch in der Gruppe sitze mit Patrick Lange, der jetzt die letzten 2 Jahre gezeigt hat, dass er der schnellste Läufer auf Hawaii ist, der 2:40 laufen kann, und ich bin vielleicht selbst in der Lage, 2:50 zu laufen, dann muss ich mir doch vielleicht mal irgendwie, muss ich 1:1 zusammenrechnen, vor allen Dingen dann, wenn der Führende in dieser Gruppe noch das gleiche Trikot, nämlich ein Erdinger-Trikot anhat, in Form vom Anti-Treiz, wie halt eben der Patrick Lange, da muss ich mir doch mal, sagen, ich reiß mich jetzt zusammen und versuche halt mal einfach ein paar Minuten rauszufahren, um am Ende des Tages vielleicht mit gewissen Vorsprungen ranzugehen, weil so geben sie sich alle zufrieden damit, dass sie halt eben nicht mehr gewinnen können, dass sie genau wissen, okay, ich kann eine 2:50 laufen, der Patrick läuft eine 2:40, an der Stelle auch übrigens nochmal Glückwunsch an die Titelverteidigung. Anstatt mal zu sagen, okay, ich riskiere jetzt mal was, und ob ich dann am Ende 8., 13., 21. oder 44. werde, ist eh vollkommen wurscht, weil das Thema Preisgeld ist eh so gering, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, ob ich jetzt 8. oder 10. werde, das macht jetzt großartig finanziell irgendwas da aus. Aber auf der anderen Seite kann ich doch mal Sponsoren, die ich habe oder die ich vielleicht finden möchte, auch mal ein bisschen ich kann mich präsentieren, ich setze mich in Szene, zeig, was ich kann, zeig, dass ich irgendwie couragiert bin oder sonst irgendwas, aber da war gar nichts. Und wenn ich dann sehe, dass in dieser Gruppe, wo der Patrick drin gesessen hat, dann jeder 10. Tritt ausgelassen wurde, das gerollt wurde, was mir auch letztendlich zeigt, dass es vielleicht nicht unbedingt immer so 12 Meter gewesen sind, die da eingehalten wurden, sondern vielleicht eher so 9 oder 10 Meter. Fand ich auch ein bisschen schwierig. Muss ja auch Patrick vielleicht mal irgendwie ankreiden, dass er als derjenige mit den Regenbogenstreifen auf dem Trikot nicht die Eier in der Hose hat, auch mal von vorne zu fahren, sondern nur seinen Teamkollegen Andi Dreiz nach vorne schickt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt abgesprochen war oder nicht, aber es ist halt letztendlich so, dass es halt nach außen schon so ein bisschen ausgesehen hat, als wenn das irgendwie abgesprochen wäre. Egal, tut doch nichts zur Sache. Ich verstehe halt manche Athleten nicht, warum die nicht irgendwie einfach mal sagen, okay, jetzt riskiere ich mal was, auch wenn ich hochgehe. Das fand ich einfach sehr, sehr, sehr schade eigentlich. Und letztendlich muss jeder Profi vielleicht sich mal überlegen, was heißt denn eigentlich Profisport? Das ist nichts anderes als Panem et Circenses, wie die Lateiner zu sagen pflegten, nämlich Brot und Spiele. Es geht um Entertainment, und von Entertainment war hier nichts, also rein gar nichts zu sehen. Was mich auch wundert, ist, welche Athleten dann am Ende in den Top 10 gewesen sind. Da war keiner von den sogenannten Big Boys, wie ich sie immer bezeichne, großartig vertreten. Also weder James Kannemer, noch Lionel Sanders, noch sonst wer. Also es waren eigentlich eher Athleten aus der, sag ich mal, 1B-Reihe, die da vertreten waren. Ist schon komisch, warum das letztendlich dann sich dann auch so gestaltet hat.
Dann habe ich als zweiten Punkt die Bike-Splits 110 bis 180. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt den Split von der Daniela Rief angucke, die ist nämlich die drittschnellste Zeit overall gefahren, zwischen 110 und 180 Kilometer. Auch schneller als der Andy Strakovic. Das ist schon abartig. Also nur das Cameron Worth und der Joe Skipper auf den letzten 70 Kilometer schneller gefahren. Und ist für mich eigentlich die krassere Leistung als das, was der Patrick oder sonst wer getan hat. Denn sie ist es ja letztendlich auch alleine gefahren. Also es ist schon brutal, was dabei rausgekommen ist, wie das zustande gekommen ist. Lasse ich jetzt einfach mal Ergebnis offen. Finde ich trotzdem beeindruckend, dass es so schnell geht. Dann nächster Punkt, Thema Drafting. Ich habe gestern schon was gepostet dazu. Ja, finde ich auch schwierig, gerade am Turnaround-Point in Harvey, wenn die Profis entgegenkommen, man sieht dann die Age-Gruppe Richtung Harvey fahren. Was sich da für Gruppen auftun, ist schon schwierig, muss man sagen. Einige von meinen Sportlern haben es mir auch so berichtet, dass es tatsächlich teilweise ganz schön abartig gewesen wäre und auch wirklich pervers. Und einige Sportler, auch deutsche Sportler, die man mir namentlich so genannt hat, die wirklich am Rad fahren und sich umblicken und zu gucken, ob der Marshall kommt und so. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ihr bei der Weltmeisterschaft seid, dann müsst ihr vielleicht auch mal ein bisschen Sportsgeist zeigen und nicht unbedingt immer so, ich sag's mal ganz, 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 ganz krass, diese Arschfickerei. Ich finde das ganz widerlich. Okay. Gut, nächster Punkt, Thema Wetter. War natürlich mega geiles Wetter für Hawaii, also wirklich europäische Verhältnisse, wenig Wind. Und das zeigt auch die Problematik der Strecke, wenn kein Wind da ist. Also wenn dieser Scharfrichterwind wegfällt, dann ist es halt eben ein sehr leichtes Rennen und es führt dann auch eben genau zu dieser Windschattenproblematik, die vielleicht bei stärkeren Winden, und ich wünsche mir auch mal wieder Windverhältnisse, wie es früher gewesen ist, dass man ein kleines Platt nach Harvey hochfahren musste und nicht unbedingt Auflieger auf dem großen Kettenblatt da hochfahren konnte. Das wünsche ich mir wieder mal, dass der komplette Athlet gefordert ist und nicht nur unbedingt der schnellste Läufer. Genau, und es zeigt aber auf jeden Fall so die Problematik, die da auf jeden Fall irgendwo so ein bisschen herrscht, ist echt ein Problem, aber letztendlich ist es wahrscheinlich einfach ein hausgemachtes Problem, dass einfach zu viele Athleten am Start sind. Ich würde mir auch wünschen, dass es vielleicht ähnlich wie bei der 73 WM Samstag und Sonntag jeweils geschlechtergetrennte Rennen gibt, sodass A, die Frauen auch mal wirklich im Fokus sind, denn ZDF, auch mal da mit erhobenem Zeigefinger, ZDF online, nichts von den Frauen gezeigt, gar nichts, kein einziges Bild, nur von den Männern. Geht im Jahre 2018 schon mal gar nicht mehr, also Gleichberechtigung findet nicht statt beim ZDF offensichtlich. Fand ich schwierig, und wenn es eben zwei Rennen gäbe, dann wären auch die Frauen mal wirklich im Fokus, so wie es sein soll. Also das so meine Just My Two Cents, wie es immer so heißt. Ciao, ciao.